der Godfather der guten Laune. Weißt du, so easy, lässig. Der hat die Herzen getroffen von Menschen. Und das habe ich voll Respekt dafür. Und dieses unglaubliche Charisma, das ist offensichtlich irgendwie etwas gewesen, was er allen Musikern geben konnte und somit irgendwie diesem großen Klangkörper James Last Orchester auch wiederum den Leuten geben konnte. Jemand, der auf eine sehr deutsche Weise, lustigerweise, als Jazzmusiker Popkultur mit den Löffeln gefressen hat. Für mich war er der Beweis dafür, dass man eben nicht irgendwann einfach aufhört, sich für Musik zu interessieren. Er hatte Bock auf Musik. Ich habe einmal gesehen, wie der notiert. Also da dachte er, so wie wir mit der Hand einen Brief schreiben. So hat der immer Bratschen gesagt. Für mich, also der größte deutsche Musiker, den wir in dem letzten Jahrhundert hatten. Hansi müsste man klonen. Er hat es tatsächlich nie für Geld gemacht. Er hat es immer aus der Liebe heraus gemacht. Dann ist James Last irgendwie dann doch schon sehr cool. Man, wer seinen Ehering am Ohr trägt, der ist einfach echt lässig. Da war er 70, als ich geheiratet habe. Diese letzten 16 Jahre, die waren sehr, sehr intensiv. Er war einfach, er war selbst Musik, Hansi. James Last, Bandleader, Komponist, Arrangeur, Erfinder eines eigenen unverkennbaren Sounds und Weltstar. Er verkauft mehr als 80 Millionen Tonträger. Dafür regnet es mehr als 200 goldene Schallplatten. Ob in Deutschland oder Kanada, in Australien oder Großbritannien. Der Happy Sound seines Orchesters wird zu einem internationalen Markenzeichen. Und zu einem der wichtigsten Exportartikel der deutschen Unterhaltungsbranche. Kurz gesagt, James Last hat Musikgeschichte gelebt, geprägt und geschrieben. Den Grundstock zur Weltkarriere legt James Last mit einer Idee, die perfekt in die 60er Jahre Partystimmung passt. Non-Stop Dancing. Hit-Medleys im Fire-Sound. Diese Partys am Wochenende, wenn Familien sich trafen, befreundete beruflich, Leute, die sich beruflich kannten, das war der gesellschaftliche Höhepunkt. Und wenn das dann an der Musik scheiterte, war richtig schlecht, weil die Käseigel waren immer die gleichen. Bei Hansi war es halt so, sowohl bei Nonstop Dancing als auch bei Sing mit, dass der das natürlich alles verbunden hat. Also mal blöd gesagt, du hast ein Album gehabt und hast eigentlich alle Hits des Jahres gehabt. Das Konzept? Beat und Rock, leicht verdaulich, auch für die Ohren der Elterngeneration, harmonisch arrangiert, mit einer Klangkulisse aus echten Partygästen, die mitsingen und mitklatschen. Wenn man auf Party geht, da haben die Leute auch gesagt, guten Abend, mein Name ist sowieso, mein Name ist so und so. Das war früher alles sehr seriös. Leute, nicht so wie heute einfach, hallo, wie geht's? Das war damals noch nicht angesagt. Und dann kamen die rein in den Laden und zu Hause, wollten Garderobe abgeben und schon haben sie gehört, oh, da ist ja was los. Da waren nur zwei Personen da. Aber weil die Platte lief, haben sie gesagt, oh, hier ist eine tolle Stimmung. Diese Idee, das Ganze dann einzuspielen bei Partypublikum, sodass man auch hört, wie die mitfeiern, das animiert einen halt automatisch. Eigentlich das, sagen wir mal, das Prinzip, wie die Amis seit frühesten Tagen irgendwelche Sitcoms belachen. Es wurde ein großer Kreis Mikrofone aufgebaut, um die man sich dann gruppierte. Zwei große Lautsprecher aufgebaut, die die Produktion einspielten, und zwar vernünftig laut, sodass auch die Stimmung nicht zu kurz kam. Und das Publikum bestand aus Tanzschulen, Freunden, Bekannten, Angehörigen der Band, der Musiker, also der Saal war voll. Es wurden Getränke ausgeschenkt, frei. Da war dann auch schon mal Alkohol dabei, das gebe ich zu. Und dann sangen, brüllten, grüllten alle fröhlich mit, ja. Die erste Nonstop Dancing erscheint 1965. Und bleibt 60 Wochen in den deutschen Charts.
Es folgt eine unglaublich lange Serie von Nummer 1 Platzierungen. In manchen Wochen stehen gleich 5 LPs auf den vorderen Rängen der Hitparade. Unfassbare 20 Jahre lang wird die Serie produziert. Die Non-Stop-Dancing-Produktionen sind topaktuell. Die Originalhits oft gleichzeitig mit den Versionen von James Last in den Charts. Die Singles, die neu in die amerikanischen Charts gekommen sind, die wurden uns mit einem Postservice immer zugeschickt. Und jetzt war für Non-Stop Dancing war immer die Aufgabe, darauf zu wetten, welcher Titel zum Erscheinungsdatum der Non-Stop Dancing in Deutschland in den Charts ist. Und da haben wir einen sehr, sehr großen Erfolg eigentlich damit gehabt, mit diesen Wetten. Und das habe ich mit ihm eigentlich schon gemacht, mehr oder minder als Spiel, seit ich 8 Jahre alt war. Sommer, Sonne, gute Laune. Mega erfolgreich wird auch das Beachparty-Album, auf dem James, der Hans heißt, aber nur Hansi genannt wird, mit Flower-Power-Hits für Urlaubsstimmung in deutschen Partykellern sorgt. Auch hier wird gleich in Serie produziert. Und natürlich viele dabei, wo die Firma festgestellt hat, das ist erfolgreich. Also davon machst du noch eine. Da machst du noch eine und noch eine. Der hat genau dieses Pensum gehalten, immer wieder spannend zu sein, immer wieder etwas Neues zu liefern. Der hatte damals halt auch eine gewisse Deutungshoheit. Das war so ein bisschen wie die Sammelbände, die rauskamen, die man sich für den Buchclub regelmäßig bestellte, um eigentlich up-to-date zu bleiben, was passiert denn so in der Literatur. So hat James Last vielen Menschen eigentlich immer wieder erklärt, was passiert denn gerade in der Musik, in der Popmusik. Und es war tatsächlich so, dass offenbar das, was man wahrscheinlich heute Think Tank, Tank nennt, also die Freunde, Kollegen der Plattenfirma, der Band, dass die zusammensaßen und sagten, Hansi, was kann man noch machen? In atemberaubendem Tempo kommt LP um LP auf den Markt. Polkas und Volkslieder, Bach, Mozart und Beethoven, Swing und Latin, World Music, Seemannslieder und amerikanische Unterhaltungsklassiker. Alles verpackt in die typischen Arrangements des Happy Sounds. James Last produziert mehr als 190 Alben, stürmt regelmäßig die westdeutschen Charts und katapultiert sich unglaubliche 46 Mal in die Top 10. Ein absoluter Superstar. Zu dem Zeitpunkt wurden 12 LPs pro Jahr produziert. Daneben natürlich 12 Fernsehsendungen gemacht, mindestens fürs ZDF. Und 1 oder 2 Tourneen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, ab Mitte der 70er Jahre, wo ich dann dabei war, verbrachten wir jeden Tag im Studio oder auf Tournee. Ein 24-Stunden-Tag reichte für Hansi nicht aus. Denn er hat ja damals nicht nur die Titel im Kopf arrangiert, er hat die Noten aufgeschrieben mit der Hand. Er hat jedes einzelne Instrument so arrangiert, dass es auf den Musiker zugeschnitten war. Seine Arrangements sind auch international höchst erfolgreich. Die ganze Welt ist verrückt nach der sorglosen Lebensfreude des Happy Sounds. Wie hier in Holland. Mit Schwung und Spaß und einem musikalischen Augenzwinkern auf Erfolgskurs. Bald produziert James Last eigene Platten auch für Schweden, Großbritannien und Japan. Hans im Glück. Weltweit. Die Fähigkeit, die Möglichkeiten, so viele Platten zu produzieren, Tourneen zu machen, muss, sagen wir mal, schon eine wichtige Grundlage in einem unglaublichen physischen, in einer physischen Fitness gelegen haben. Die kann man nicht trainieren oder das muss man mitbekommen haben. Zusammen mit dem Talent, was ihn ja so einzigartig gemacht hat. Mit Waltraud ist Hansi seit 1955 glücklich verheiratet. Die starke Frau hinter dem rastlosen Musiker. Sie organisiert das Familienleben.
Und da war doch ja nichts gegangen. Das ist in so einem Leben als Musiker und auf Reisen sein. Das bedarf einer gewissen Großzügigkeit. Und die habe ich immer gehabt, die habe ich auch heute. Und sonst wäre es auch wahrscheinlich nicht so gut gegangen. Vater ist die Stärkste in der Familie gewesen. Ist ja heute noch. Die beiden Kinder, die bis heute medienscheue Katharina und ihr Bruder Ron, leben damit, dass sie die Liebe ihres Vaters teilen müssen. Mit der Musik. Er hat sich zum Anbaden auf Sylt früher immer halt die eine Woche zu Ostern genommen. Und er hat sich immer versucht, die 6 Wochen Sommerurlaub zu halten. Und ansonsten haben wir ihn gesehen, wenn wir ihn gesehen haben. Das war einfach so. Es war immer für unseren Nachbarn immer vergleichbar. Der Mann kam jeden Tag um 5 nach Hause. Und wenn am Tag was passierte, sagt die Frau immer vorher, um 5 Uhr kommt Papi nach Hause. Da wollte ich das mal sagen. Und ich war dann mal 4 Wochen weg und kam wieder. Und einige haben mich gefreut. Inklusive Nachbarskinder. Hansi ist wieder da. Jetzt wird wieder zusammen gerodelt, ich kann wieder zusammen Rad fahren und alles. Während die Alten lange geschlafen haben, bin ich mit den Kindern aus der ganzen Nachbarschaft rodeln gegangen und sowas. Hab Klamotten eingekauft, hab die alle ins Auto gepackt, sind in den Kinderladen gefahren und haben die anderen ausgeschlafen gehabt, die Eltern. Dann kamen die Kinder alle frisch angezogen mit neuen Anzügen und so weiter. Was ist mit euch los? Ja, wir haben Hansi ausgewählt. Ausgefallene Anzüge. Die sind dem Bandleader auch für das Erscheinungsbild seines Orchesters wichtig. Für die unzähligen TV- und Bühnenauftritte werden immer wieder neue Kreationen entworfen, dem Geschmack der 70er entsprechend immer bunter, immer schriller. Der Look zum Happy Sound. Dafür ist 50 Jahre lang Charlie Cisek zuständig, ein ehemaliger Hamburger Nobelherrenschneider. Und das sind die ersten Anzüge, die ich gemacht habe, die für die erste Fernsehsendung 1968 war das. Mit Samtschleifen um Kragen, um Manschetten aus Samt und die Knöpfe auch. Ich habe ja das alles entworfen und habe die Farben zusammengestellt. Und dann habe ich ihm das gezeigt. Und dann sagt er, lass mal Waltraud gucken und ihr macht das schon. Er ging wieder in seinen Keller und arrangierte. Ich habe die Partitur bekommen, die Hansi geschrieben hatte. Er hat einen Titel geschrieben und da sind alle Instrumente aufgezeichnet worden, was die zu spielen haben. Und die habe ich rausgezogen. Jede Note einzeln, für jedes Instrument. Damals gab es noch keine Fotokopier, musste ich also alles, die Duplikate musste ich selber schreiben. Gab nichts, gab es einfach nicht. Ne? Und das war die natürlich eine Schweinearbeit gewesen. Und du hast halt dran gesessen, manchmal nächtelang. Ich bin heute mal aus dem Studio rausgekommen. Wir haben gerade eine neue Kassette eingespielt, das heißt eine Kassette mit 3 Langspielplatten, die demnächst auf den Markt kommt. Und die Nonstop Dancing 11. Und das Notenmaterial, was ich per Hand geschrieben habe, war ungefähr 1,5 Zentner. Schallplattenaufnahme in einem Hamburger Studio. Den Sound kennen Sie, unverkennbar James Last. Was aber ist das Erfolgsgeheimnis dieses unverkennbaren Sounds? Er hat leicht geschrieben, leicht verständlich zum Hören. Du kannst ja auch irgendwelche Akkorde mit reinbringen und schwere Akkorde. Der Effekt ist der gleiche, bloß es klingt bei der, wie er das gemacht hat, klingt das alles leichter. Es ist durchsichtiger. Er hat diese Originalsongs akribisch analysiert, hat genau geschaut, was macht diesen Song jetzt zum Hit. Und er hat das adaptiert für die Art, wie er arrangieren konnte, wie seine Musiker spielen konnten. Was die Streicher betraf, ist, dass er sehr groß geschrieben hat, also so sehr klingend. Also die Noten klangen immer aus,
Es gab immer Stimmen, die spielten Noten durch, während andere sich verändert haben. Und das gab schon mal so eine Hallwirkung, ohne Hall dazu zu bringen. Wir haben Gespräche gehabt wie, in welchem Studio nehmen wir die Geigen auf? Und dann sage ich ihm das Studio und dann kommt von ihm als Antwort, ah ja, den Raum kenne ich, der klingt obenrum ein bisschen scharf, da muss ich ein bisschen anders schreiben. Ich kenne keinen anderen Menschen, der sich um den Raumklang Gedanken macht, bevor er die erste Note geschrieben hat. Wenn man ihn gefragt hat, Hansi, wie soll ich das spielen? Oder, spiel, wie du fühlst, hat er immer gesagt. Mach ja, so, wie du fühlst. Und er hat den Musikern so viel Freiheit gelassen, und dass sie selber ihre Persönlichkeit rausbringen konnten. Und deshalb war auch jedes Konzert abends anders. Also James Last war ein ziemlich offenes Orchester. Es war nicht so steif, ja, nicht so protokollmäßig, nicht so zack, zack, hier kommt der Obergeneral, Musikmarschall oder so, ne, sondern das war locker, leger, und das war auch neu an dem. Die Antwort, die der Künstler selbst auf die Frage nach seinem Erfolgsgeheimnis gab, klingt verblüffend einfach. Ich muss mal sagen, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich das aufschreiben kann, was ich fühle und was ich gerne möchte. Und das kommt auch so wieder raus. Das ist eben, ich würde nicht sagen, das ist die Kunst, das, aber vielleicht ist das die Begabung. Die Leute, so viele Millionen Leute verstehen, was ich möchte in der Musik. Mhm. Und manchmal, wenn ich das erzähle selbst, dann merke ich selbst, dass ich grinse schon dabei, was ja wirklich ist. Und ich kann mein Grinsen den Leuten mitteilen. Und die haben Spaß daran. Geboren wird Hans Last als jüngster von drei Brüdern in Bremen. Mutter Martha ist Hausfrau. Vater Luis, Hobbymusiker, arbeitet bei den Stadtwerken. Das ist ja jetzt von poor family, but we were rich because we had fun all our life. Das was mich was rich. My father was a musician just for weekends. He was playing for at that time for two or four John Marx. Eine musikalische Familie. Bruder Robert spielt Schlagzeug. Werner wird unter dem Namen Kai Warner ebenfalls Bandleader. Hansi studiert im Krieg Bass und Tuba, entdeckt aber auch den von den Nazis verbotenen Jazz. 1945 kehrt er als klassisch ausgebildeter Musiker in das völlig zerstörte Bremen zurück. Schnell spricht sich herum, bei Lasts wird Musik gemacht. Ich habe nur an klassische Musik gedacht. Und dann eines Tages trat ein großer schwarzer Mann vor die Tür. Ich habe mich erschrocken, weil ein riesiger Kerl da stand und sagte, komm an, play Piano. Und Klavier hatte ich nicht mehr als Hauptfach, ich habe ja Bass studiert. Und da habe ich dann im Club gespielt und da sah ich das erste Mal amerikanische Schlager, weil die Soldaten hatten alle Musikalben, die hießen Hitkids. Da habe ich Spaß daran gefunden. Get Heavy. Der große schwarze Mann ist ein US-Soldat, der Musiker für das Truppencasino sucht. Und so landet der 16-jährige Bassist 1945 erstmals auf einer Bühne. In einem GI-Club. Statt Klassik spielt er ab sofort Swing und Jazz und feiert erste Erfolge. Anfang der 50er Jahre wird er dreimal hintereinander zu Deutschlands bestem Jazzbassisten gewählt. Beim Orchester des NDR erkennt man schnell sein außergewöhnliches Talent, Musik mitreißend zu arrangieren. Und so arbeitet er bald für die Stars der Nachkriegszeit. Katharina Valente, Freddie Quinn, Lale Andersen und Lolita. Auch für die Musik einer Newcomerin aus Norwegen wird er 1965 angefragt. Der Hansi war, es strahlte von Musikalität, Humor, gute Ideen und ich fühlte mich sofort wohl bei ihm. Der hat mich gleich eine Stufe weiter
gebracht. Deswegen würde man ja gern auch zusammenarbeiten, weil man merkte, man kriegt auch neue Ideen. Wir haben einen Film, Pauke gehen in die Luft, und da hat er die Musik geschrieben und einen großen, schönen Song. So eine Liebe gibt es einmal nur. So eine Liebe gibt es einmal nur. James Last hat ein sicheres Gespür für Nachwuchstalente und betreut, diesmal als Produzent, die Gruppe Wonderland des damals unbekannten Les Humphries. Ihr Song Moskau wird prompt ein Hit. Weißt du, hören wir noch an, als wir unsere erste richtige Kracherplatte rausbrachten, ein Kracher, denkt er, bald pompös. Ne? Da kam von ihm ein Telegramm. Udo, ich gratuliere dir, ne? Du wurdest auffällig, mit dieser sehr auffällig, ja. Hier beginnt etwas komplett Neues und ich gratuliere dir von Herzen, ich freue mich sehr, dass dir das gelungen ist, endlich deutsche Texte und so, ne, ja. Von James Last, weißt du? Welche war bisher Ihre erfolgreichste Komposition? Da bin ich selbst nicht ganz sicher, aber zwei Titel waren im Ausland sehr groß. Das war vor 2-3 Jahren Games That Lovers Play und im letzten Jahr Andy Williams mit Happy Heart. Und von Games & Lovers Play gibt es, glaube ich, über 100 verschiedene Aufnahmen auf der ganzen Welt. Frau Waltraud erweist sich im Lauf der Zeit, ob bei Arrangements oder eigenen Kompositionen, als kundige Beraterin. In Bezug auf Musik, muss ich sagen, hat er mir jedes Stück eigentlich, was er arrangiert, vorgespielt. Und ich musste mir das dann sehr vorstellen, mit der Zeit lernt man das. Ich musste mir das dann vorstellen, wenn er mir auf dem Klavier vorspielte, was die, ja, das sind die Streicher, und das sind die Trompeten und das ist dies und das ist jenes. Und obendrein, neben dem ganzen Familiären, ist sie diejenige gewesen, die, ich glaube, es war Games That Lovers Play, was vielleicht sein größter kompositorischer Hit war, aus dem Papierkorb geholt hat und gesagt hat, dieser Titel wird was. Die Titelmelodie des Traumschiffs. Noch heute rauscht der Quotenhit zu dieser James-Last-Komposition über die Weltmeere. Ob Landarzt oder zwei Münchner in Hamburg, die Liste seiner Fernsehmusiken ist lang. Auch für das Kino schrieb James Last. Zum Beispiel für den Film »Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken« aus dem Jahr 2007. Ich möchte im Grunde etwas haben, was eine ganz einfache Melodie ist. Eigentlich eine Kindermelodie. Wenn du das, ich glaube, dass jeder Film, also jede große Filmmusik auf einer Kindermelodie, auf einer Melodie, die man vor sich hin pfeifen kann, beruht. Und dann kam er eben mit diesem, am Ende mit diesem ba, ba, ba. Das ist wirklich lustig teilweise. Ich sage nur Eisflöte. Ja. Hat auch ein wunderbares,
wo ja auch wieder diese Melodie gespielt wird, und wie er das, wenn die Eisflöte wegtropft, wie er das dann auch noch komponiert hat, das ist schon, das war schon ein großer Spaß auch. Und jetzt diese wunderschöne Musik. Wieso ist das bei Ihnen eigentlich alles so perfekt? Diese Musik, die ist nicht von mir. Jan! Du? Du siehst doch meine. Ich wusste ja gar nicht, dass du Flöte spielen kannst. Ja, ich war sogar im Schulorchester. Aber das ist meine heilige Flöte! Ja. Das ist doch eine Eisflöte! Wir hatten dann die Musik auch beim Drehen schon. Da hat dann Benno Fürmann immer gesagt, ich glaube, ich brauche erstmal wieder die Musik. Die Musik hat, normalerweise kommt die Musik hinten an, die hat den Film stark mit beeinflusst. Also auch das Tempo, die Art und Weise des Spiels und letzten Endes auch die Ausstrahlung. Schon 1968 komponierte Lars die Filmmusik zu der turbulenten Familienkomödie Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. Die bittersüße Titelmelodie wird zum Klassiker, bleibt fester Bestandteil jedes Konzerts und entführt das Publikum in nostalgische Kindheitserinnerungen. Die Grenzen zwischen Privatleben und Beruf des vielbeschäftigten Vaters. Für die Kinder von James Last verschwimmen sie. Denn oft beobachtet die Presse die seltenen Familienausflüge wie hier auf der Nordsee. Die große Liebe des Bremer Jungen gilt Amerika. Und bis dorthin schafft es später sogar einer seiner größten Hits. Denn Hollywood entdeckt seine Musik. Es gibt auch eine Filmszene aus dem berühmten Film Kill Bill von Quentin Tarantino. Da wurde auch ein Titel von Hansi eingebracht. Und zwar ist das Der einsame Hirte, wo eine Panflöte spielt. Und die hat so was Sphärisches. Und dann war auf einmal auf der Leinwand. Und ich glaube, da war Hansi ganz stolz drauf. Ein wesentliches Element in der langen Karriere von James Last sind seine Tourneen. Als die Band 1970 zu ihrer ersten Deutschlandtour aufbricht, ist man noch unsicher, ob Last allein die Säle füllen wird, und engagiert sicherheitshalber Katja Epstein, eine junge Sängerin, die mit Wunder gibt es immer wieder ihren ersten großen Hit gelandet hat. Doch die Befürchtungen erweisen sich als unbegründet. Der Run auf die Tickets ist so groß, dass die Tournee sofort um 2 Wochen verlängert wird. Die Hallen waren voll und die Akzeptanz im Publikum war grandios. Also ich meine, er hat sie alle mitgerissen. Es war eine riesen, so eine Art Verbrüderung zwischen Bühne und Publikum, was ja ganz selten ist. Und diese Atmosphäre konnte er schaffen, das war sein Geheimnis. Da sich für jede Art Musik interessierte, habe ich gedacht, da fehlt noch irgend so ein anderer Sound. Vielleicht macht ihm das Spaß. Und da gab es einen Leierkasten. Falls irgendwann mal der Erfolg so oder so ausbleibt, dann hat er immer noch was, womit er auf der Straße Musik machen kann. Und da stehen viele Leute rum. Das ist in Berlin die Erfahrung. Ja, hat er sich totgelacht. Ab sofort lautet das Motto James Last Around the World. Es folgen Konzertreisen nach Südafrika und Kanada, nach Japan, Australien und Neuseeland. Sogar auf den Philippinen tritt das Orchester auf. Ein Auftritt jagt den nächsten. Mit ihrem Happy Sound erobern die Musiker ein internationales Publikum. Im Flieger schlafen und spielen und abends Konzert. Tourleben pur.
Dem James Last Orchester gelingt sogar das Unmögliche. Es überwindet die Mauern, die die Welt teilen. 1972, mitten im Kalten Krieg, tourt Last in Russland, reist mit seinen Musikern 4 Wochen lang kreuz und quer durch die damals noch kommunistische UdSSR. Ob Moskau, Tiflis, Kiew oder Leningrad, die Hallen sind voll. Das sowjetische Publikum gerät bei den Popnummern aus dem Westen völlig aus dem Häuschen. Bespitzelung und Überwachung sind von Seiten der Regierung an der Tagesordnung. Ein Mitarbeiter des sowjetischen Geheimdienstes muss den Konzertablauf genehmigen. Und als das Orchester den Protestsong Power to the People anstimmt, wird mit einer ganz eigenen Methode reagiert. Yeah, it's the big stadium, 17,000 people were sitting there. And then we played the last song, Power to the People. And I put all the electricity out, dark, nothing was there. You were lucky to get home, weren't you? Let us go, go out. In Großbritannien wird James Last zweifellos mit der größten Begeisterung gefeiert. Rekordverdächtige 90 Mal tritt er mit seinem Orchester in der traditionsreichen Royal Albert Hall in London auf. Wenn man anrief und fragte in der Royal Albert Hall, können wir einen Termin bekommen, dann wurde für James Last wurden andere Termine ausradiert. Es hieß im Englischen immer, we penciled, wir schrieben mit Bleistift 3, 4 andere mögliche Konzerte. Und wenn dann der Konzertagent anrief und sagte, wir würden gerne in der Royal Albert Hall spielen, wurden diese gepencilten Einträge ausradiert, weil James Last bekam die Halle. Anfangs hatte James Last noch Bedenken, mit einem deutschen Orchester gerade mal 25 Jahre nach Kriegsende im Land des ehemaligen Feindes aufzutreten. Doch das britische Publikum nimmt den Partykönig aus Deutschland mit offenen Armen auf und verwandelt die ehrwürdige Konzerthalle regelmäßig in einen Hexenkessel. Und ausgerechnet in England wird aus James wieder Hansi. Ich glaube, dass er auch einen Großteil dazu beigetragen hat, zum Beispiel England und Deutschland in den Nachkriegsjahren näher zu bringen. Eine besonders innige Liebe verbindet James Last mit seinem irischen Publikum. Immer wieder tourt er über die Grüne Insel. Und 2 seiner Alben widmet er der irischen Volksmusik, dem Irish Folk. Irland war unglaublich. Wir spielten, glaube ich, in einer Pferdeauktionshalle, die bis zum Bersten gefüllt war. Und ungefähr nach der Hälfte des Konzertes hielt es die Leute einfach nicht mehr. Sie stürmten die Bühne. Die Musiker konnten kaum noch spielen, waren nicht mehr erkennbar, weil die gesamte Bühne voller damals junger Leute war. Und das war ein unglaubliches Erlebnis. Man fühlte sich irgendwie cool und mitten im Geschehen. We'll be right back.
irische Begeisterung kocht bei einem Open-Air-Auftritt im Zentrum von Dublin über. 50.000 enthusiastische Fans legen den Verkehr in der Hauptstadt lahm. Das Tourneeleben ist für Lars der Höhepunkt des Jahres. Das Orchester besteht mittlerweile aus internationalen Musikern und auch Sohn Ron ist mit dabei. Das Ganze ist wie ein großer Familienurlaub. Man lebt, musiziert, feiert und reist zusammen. Wir hatten zwischen 60 und 80 Leute, die mit auf Tour waren. Das ist im Normalfall halt ein Riesenstress. Und er hat alles in Watte gepackt. Dieses auf die Menschen zugehen, konnte ich mir zuerst kaum vorstellen, dass ein Star wie er, wie Hans James Last, sich uns gegenüber so verhält. Ich konnte zu Anfang gar nicht einschätzen, ob das nicht vielleicht auch nur so ein bisschen Fassade war oder ob er das ernst meint. Im Laufe der nächsten 40 Jahre durfte ich dann merken, wie ernst er das meint und wie, sagen wir mal, welcher Mensch dahinter steckte. Durch diesen Übervater, was ich ja später dann auch gemerkt habe, in der Behandlung, wie er mit mir umging oder so, war das so familiär. Die Leute waren alle gerne auf Tournee, weil es war wirklich, es war bunt, es war eben nicht nur Arbeit, sondern es war ein Vergnügen. Und genau das, glaube ich, hat seinen Erfolg ausgemacht. Oh, Scheiße. Bei der ersten Tournee hat er ungefähr zweimal die Woche zum Abendessen eingeladen. Also nach dem Konzerten saß man zusammen, aß noch und dann ging man in die Bar und so weiter. Und dann wurde das immer mehr. Er wollte, dass immer alle zusammen sind auf Tournee. Immer waren wir im Hotel und er hat quasi, wenn wir in ein Hotel kamen, das Hotel annektiert. Sozusagen. Er hat gesagt, erstmal Tag, ich bin Hansi und so, wie lange hat die Bar auf? Was? Nee, die hat die ganze Nacht auf. So, und hat erst mal gesorgt, dass das Hotel unsers war. Ich sag, Hansi, lass doch mal einen Abend aus. Und dann hat er das auch gemacht. Und dann irrten die Musiker das Hotel und wussten gar nicht, was sie machen sollten. Weil sie waren einfach gewohnt, abends eingeladen zu werden. Wenn James Last und das Orchester in eine Bar kamen, war ab dann Schluss für alle, die da waren. Alle Getränke, die ab dann getrunken wurden, gingen auf den Deckel von James Last. So, wer in der Bar saß, war völlig egal. Kegelclubs oder was auch immer. Hansi kam und dann Getränke frei für alle. Da habe ich mir gesagt, Mensch, das ist doch auch ein bisschen zu viel. Da hat er gesagt, ach, mach dir keine Sorgen, morgen steht der Sack von der GEMA wieder vor der Tür, weil er natürlich wahnsinnig viel GEMA kriegte, dadurch, dass er alles selber arrangiert hatte. Das wilde Partyleben auf Tournee fordert bald seinen Tribut und rückt ein neues Thema in den Vordergrund. Das Thema war so groß, dass ich bis heute noch keinen Alkohol trinke, weil die Beispiele drumherum halt teilweise erschreckend waren. Bis dann eines Tages Bodo Eckmann meinen Vater mal zur Seite genommen hat und gesagt hat, sag mal, du musst ein bisschen weniger trinken. Woraufhin mein Vater sich große Sorgen gemacht hat und gesagt hat, oh, meine Leber, was ist los, was ist los? Und dann hat er gesagt, nein, nein, nicht deine Leber, dir geht's gut, aber deine Musiker sterben. Und danach wurde es ein bisschen normaler. In den 70er Jahren erfüllt sich das Ehepaar Last einen Traum und kauft ein Haus in Florida. Erst verlebt die Familie dort nur die Schulferien der Kinder. Nach und nach wird es zum Hauptwohnsitz. Vor allem Waltraud genießt die wiedergewonnene Privatsphäre. Auf der Straße mit ihm spazieren zu gehen, war in Deutschland nicht möglich. Hier war das möglich. Doch genau das soll sich, nach den Plänen der Plattenfirma, ändern.
Mitte der 70er Jahre versucht man, den Künstler mit einer groß angelegten Werbekampagne und einem eigenen US-Album auch in den Staaten zum Star aufzubauen. Well Kept Secret, wohlgehütetes Geheimnis, heißt das Album. James Last nimmt es in Los Angeles auf, mit der Crème de la Crème amerikanischer Studiomusiker. Die Titel sind eindeutig anders als das, was man vorher von James Last in Europa kannte. Es hat einen Jazz-Touch, es ist rhythmisch, viel härter. Er saß drüben im Studio bei der Well Kept Secret und bekam Besuch von Quincy Jones, der für ihn ein absoluter Held war. Er hat Herb Alpert getroffen, als er da drüben war. Das sind alles, das muss man einfach so sehen. Wenn jemand aufwächst und illegal während der Hitlerzeit englischsprachige Sender und englischsprachige Musik hört, dann haben halt die Leute oder die Orte, wo diese Musik produziert werden, einen gewissen Mythos. Er hatte sofort Verbindung zu den Musikern. Er sprach die richtige Sprache, musikalische Sprache mit ihnen. Das Album floppt in den USA und in Europa. Erst eine vielbeachtete Neuauflage im Jahr 2008 bringt die verdiente Anerkennung. Für ihn von Deutschland sich zu qualifizieren, in Anführungsstrichen, dafür da hinzukommen, so gut zu sein, dass man mit diesen Leuten tatsächlich auch arbeitet, das war eigentlich weit über seiner Vorstellung, als er mal losgelegt hat. Mit der Digitalisierung der Aufnahmetechniken beginnt auch für James Last ein neues Zeitalter. Er lässt sich in Florida ein Tonstudio einrichten, in dem er die Layouts für seine Produktionen aufnimmt. Sie hat Klavier gespielt, ich habe Bass gespielt und Ronny hat Schlagzeug gespielt zum Beispiel. Und später haben dann Streicher und Bläser drauf gespielt. Und also dieses Trio Hansi, Ronny und ich, das war für mich eine sehr, sehr schöne Sache. So entsteht auch der Akkordeon-Hit Biscaya. Auf ungewöhnliche Art allerdings. Wir hatten die Playbacks fertig und jetzt war die Frage, wer spielt denn das Akkordeon? Und weder Ronny noch Hansi noch ich waren in der Lage, jetzt sozusagen den Balg zu ziehen und gleichzeitig die Tastatur zu drücken. Und das führte dann ganz pragmatisch einfach dazu, dass wir das Akkordeon auf den Boden gelegt haben, auf einen Teppich. Ronny die Mikrofone darüber positioniert hat. Und während ich den Balg dann zog und das Playback lief, hat Hansi die Tasten gedrückt. Also das war schon ein komisches Bild. Es gibt leider, glaube ich, keine Fotos davon. In den 80er Jahren fallen dunkle Schatten auf das Leben von Mr. Happy Sound. Bei ihm wird Hautkrebs diagnostiziert. Es ist der Beginn eines lebenslangen Kampfes gegen die Krankheit. Die Ehe mit Waltraud leidet unter starken Spannungen. Dazu muss James Last feststellen, dass ihn Anlageberater abgezockt haben. Er ist pleite, steht vor einem riesigen Schuldenberg, scheint privat und finanziell am Ende zu sein. Es ist zum Schluss wirklich so gewesen, dass so viel Geld verloren wurde, dass es vielleicht nicht existenzbedrohend, aber doch gleich kurz was danach kommt, war. Und da galt es natürlich ganz radikal, das Ruder rumzureißen, das Geld zusammenzuhalten,
Schulden abzutragen, Verhandlungen zu führen. Ich habe mit Geld nichts anfangen. Also wenn ich könnte, würde ich jetzt meine Hosentaschen rausziehen, da ist kein Pfennig drin. Ich habe, glaube ich, keine Beziehung dazu zum Geld. Er hat nie böse Worte verloren über die Menschen, die ihn da beraten haben. Er hat einfach gesagt, tja, ich habe gehört, die haben gesagt, das ist gut und es war nicht gut. Und es kommt noch schlimmer. Im Dezember 1997 stirbt Waltraud nach 42 Ehejahren an Brustkrebs. Die Welt hörte auf, sich zu drehen, sagt er. Er hatte das Gefühl, als hätten er und Waltraud in all dem Berufsstress ihr gemeinsames Leben verpasst. Wir haben ihr noch eine Live-Übertragung vom letzten Konzert aus Hamburg in die Wohnung getan. Was sehr schön war, weil sie sich von den Musikern nicht verabschieden konnte, was sie gerne wollte. Sie wollte nicht im Krankenhaus sterben und sie wollte nicht in Deutschland sterben. Das heißt, wir waren in der Lage, mein Vater war in der Lage, sie nach Florida in ihr Zuhause zu fliegen. Und das war bei aller Trauer, das war eine großartige Zeit für alle. Aber natürlich ist dann, wenn man so verbandelt war und so viel miteinander erlebt, erreicht und durchgemacht hat, natürlich ist dann da ein Riesenloch. Und mein Vater ist kein großer Fan von Abschieden gewesen und er ist kein großer Fan von Löchern gewesen. Ein neuer Anfang. Aus diesem Loch, dieser Krise, holen James Last seine Musik und sein Publikum. Der Bandleader will es noch einmal wissen, mit ganz großem Besteck. Ein damals junger Konzertveranstalter ist bereit, das Risiko einer Tournee mit dem teuren Orchester einzugehen. Ja, letztlich waren wir schon mit den ganzen Technikern, mit den Musikern, mit den Begleitpersonen immer an die 100 Personen, die unterwegs waren. Also das war schon eine große Familie, die da auf der Straße war. Letztlich hat Hansi das auch sehr genossen, dass man ihn einfach wirklich als Pop-Rockstar behandelt hat und ihm entsprechende Möglichkeiten auch im technischen Bereich von der Crew und von allem zur Verfügung gestellt hat. Auch privat startet Hansi neu durch. 1999 heiratet er zum zweiten Mal. Christine, genauso alt wie Sohn Ron, kennt er schon seit Jahren. Von nun an ist sie seine ständige Begleiterin auf allen Tourneen, bei allen Terminen und Verhandlungen. James Last ist nun über 70 Jahre alt. Doch seine Autobiografie ist kein Anlass für wehmütige Rückschau. Kein Anfang vom Ende. James Last ist wieder da. Und wie? Der Austausch mit dem Publikum war für ihn wichtig. Dieses Gefühl, er gibt dem Publikum das, was das Publikum auch braucht. Er schafft es, das Publikum oder seine Fans wegzubringen von ihren Alltagssorgen. Er liefert ihnen jetzt eine Unterhaltung von 3 Stunden. Hinter den Kulissen wird der Ablauf dieser 3 Stunden mitunter auch äußerst kontrovers diskutiert. Wenn man einfach sich im Klaren darüber ist, dass man es eigentlich um 2 Nummern kürzen müsste, dann würde ich einfach jetzt sagen, dass die Leute sicherlich mehr ein Biscaya vermissen würden, wie 2 Worlds vermissen würden oder Strong Enough. Das ist einfach die Diskussion. Und ich bin der Künstler, ich stehe da oben, ich muss das vertreten, was ich empfinde und was ich fühle. Und ich muss den Leuten was Neues anbieten. Und wenn der Film hier noch nicht gelaufen ist, ist es trotzdem mein Recht, meine ich als Künstler. Und wir haben die Hallen ziemlich ausverkauft, nicht nur wegen euch, sondern auch wegen uns, dass ich das spiele, wo ich mich wohlfühle. Ich habe immer darum gekämpft, dass Hansi eben seine eigenen Titel, seine Hits,
die die Leute erwarten, die sie eben aus der Zeit der 70er, 80er Jahre aus dem Fernsehen kannten, auch spielt und nicht zu viel neue Musik in das Programm aufnimmt. Ich liebte seine Musik, diese James-Last-Musik und so weiter. Und als er nachher moderne Musik gemacht hat, dann habe ich immer gesagt, ach Hansi, spiel doch mal wieder die alten Sachen. Da sagt er immer, Charlie, du bist ein Zickendraht. Da wird man auch irgendwie vom Publikum dahingestempelt, dass man eben, wie die Firma es sogar selbst genannt hat, entweder Polka-König ist oder Party-König oder Seemann oder was Tolles. Darum finde ich es gut, auf Tourneen zu gehen, weil ich auf Tournee spiele ich das, was ich selbst gerne mag. Und nicht eben 10 Polkas in der anderen, sondern eine Polka, oh, okay, das ist nicht schlecht. Es hat ihm auch Spaß gemacht, dann gerade bei Konzerten neue Dinge auszuprobieren. Bei jedem Konzert gab es 1, 2 oder 3 Songs, die wirklich gar nicht scheinbar für die Fans geeignet waren. Und er freute sich, wie er es geschafft hat, dann aufgrund seiner Art, seiner Ausstrahlung und seines Arrangements die Menschen mit auf diese Reise in die Zukunft zu nehmen. 1999 verblüfft James Last seine Fans und die Musikwelt durch seine Zusammenarbeit mit Fettes Brot. Wir als Hip-Hop-Musiker waren immer auf der Suche nach Schallplatten, nach alten 70er-Jahre-Vinyl. Und auf jedem Flohmarkt gab es stapelweise James Last-Platten. Und die haben wir uns natürlich auch angehört, ob da für uns irgendwie Samples drauf sind, die wir für unsere Musik verwenden können, die also uns als Idee oder als Basis für einen Song für uns irgendwie herhalten könnten. Das fanden wir ganz interessant und haben uns dann daraufhin mit ihm getroffen, hier in Hamburg, in der berühmten Reichshofsbar am Hauptbahnhof. Und haben da zusammen, jeder durfte einen Whisky bestellen von seinem Geburtsjahrgang. Das war auf jeden Fall sehr aufregend für uns damals. Und da haben wir uns dann kennengelernt und haben relativ schnell gemerkt, dass wir da auf einer Wellenlinie sind, was Humor und so angeht. Die Band profitiert von Lasts Arrangierkunst. Der Titel Ruf mich an entsteht in seinem Studio in Florida, wohin er die drei Jungs kurzerhand einlädt. Das ist schon krass beeindruckend gewesen, als ich dann zum ersten Mal aufgenommen gehört habe, was Hansi sich da anscheinend ausgedacht hat, diese Arrangements und diese Vielschichtigkeit von dem, was er gehört hat auf unserem Song. Das war schon, also ich finde das Intro von dem Song mit seinem Orchesterarrangement eigentlich das Beste an dem ganzen Lied. Wir können uns nachts anrufen, Kollegen, so gegen 24 Uhr meinetwegen, euch überall die Nerven sägen, aufregen. Und selbst wenn du meinst, dass du uns dummer scheinst, weil du von Nummer 1 wähl die Nummer 1 nach Ratschlägen. Nützt ja nichts, wie wir zu sagen pflegen, wir leiden nicht gerne unser Ohr, wenn er verstört. Sein Verständnis von Hip-Hop oder seine Ahnung davon, was da so was gut klingt und was Spaß macht und die Musik weiterbringt, das war irgendwie sofort, lag sofort auf der Hand, dass er das hatte. Durch diese jungen Menschen oder den jungen Musiker, die am Anfang der Karriere zum Teil standen oder die schon irgendwie auch Tolle schon vollbracht haben, da kam immer ein ganz, ganz super Input. Einige Jahre später erscheint die CD They Call Me Hansi, die er mit Künstlerinnen und Künstlern wie Xavier Naidu, Herbert Grönemeyer, Tom Jones, Nina Hagen oder Jan Delay aufnimmt. Mr. Happy Sound wird für die neue Generation Kult. Die Künstler, die wir angefragt haben, haben auch wahnsinnig schnell geantwortet. Das habe ich so noch nicht erlebt. Ich habe abends um 20 Uhr dem Management von Xavier Naidu eine E-Mail geschrieben und habe um 23 Uhr eine positive Antwort bekommen. So ging das auch bei Herbert Grönemeyer. Da hat, glaube ich, innerhalb von einer Stunde geantwortet. Alle wollten dabei sein. Dann lass mich los.
Andere gehen auf Kur, ich gehe auf Tour, lautet das Credo des mittlerweile 80-Jährigen. Wir sehen uns wieder in 2 Jahren, ruft er seinem Publikum am Ende eines jeden Konzerts zu. Und er hält sein Versprechen. Bis 2015. Er hatte dann noch diese Tournee im Frühjahr vor sich und er wollte das unbedingt schaffen. Er hatte zugesagt, er hat seine Verträge unterschrieben gehabt, gesagt, und ich gehe nochmal auf die Tour und ich gebe dann nochmal mein Bestes und ich will auch nochmal Danke sagen an mein Publikum, an meine Fans. Im Nachhinein darf man sich fragen, muss man sich fragen, als jemand, der ihn so lange begleitet hat, musste das jetzt noch sein? Hansi war krank, aber wir haben auch da offen, sehr offen, ausführlich darüber diskutiert, auch mit den Veranstaltern, mit den Musikern. Und es gab keinen Grund, es nicht zu tun. Wenn er von der Bühne darunter kam, war das ein extremer Kraft und er war erschöpft, aber richtig erschöpft. Und das war teilweise beängstigend gewesen, aber er hat es einfach durchgezogen. Ich kann mich sehr, sehr gut ans Ende der Tournee erinnern, also gerade als wir in London nochmal gespielt haben. Wir haben wirklich alle Tränen in den Augen gehabt und er natürlich auch. Und, es war teilweise schon eine etwas bedrückendere Stimmung, wie wir sie uns eigentlich gewünscht hätten. Wir haben uns alle sehr gewundert, dass er es sich noch mal antut, auf Tournee zu gehen. Waren aber alle dankbar dafür, dass er das noch mal gemacht hat, sodass wir zu dem Zeitpunkt noch einmal richtig wie eine ganz enge Familie diese 5 Wochen gemeinsam verbracht haben. Sie waren so intensiv. Jeder hat Hansi bewundert, dass mit seinen Handicaps, die er hatte, er so stolz auf die Bühne ging. Und wir haben uns gefreut, dass wir ja, fürs Publikum noch mal so als Einheit auftreten konnten mit ihm zusammen. James Last stirbt nur wenige Wochen nach dem Ende dieser Tournee in Florida. Er wird 86 Jahre alt. Solche Leute, nur solche Leute, so wie McCartney jetzt oder so, das sind so Leute, die sind sowieso immer da. Und dann noch mal so, und dann sind sie im Olymp. Da kannst du auch nichts machen. Da kannst du die Christe nicht kaputt machen.